So, dann gehe ich mal gerade drüber. Ah, der hat ein bisschen, ist ein bisschen zu schnell eingeknickt. Warte mal, steht hier irgendwo der Hans-Peter rum? Ja, warum kam der denn hier mit 4 Leuten an? Wollte der hier einen Aufstand proben? Ups, so. Dum, dum, dum. Gerade mal gucken, wo der Händler rumrennt. Hier nicht. Vielleicht ist er bei sich am Hof. Ah, es sieht vielleicht sogar gut aus. Ja, oder auch nicht. Quatsch. Na, ich hätte gern mal meine Gewinnbeteiligung. Und ich müsste mir dann nochmal Maschinen kaufen. Ich hätte mit dem Traktor fahren sollen. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Dann fahre ich jetzt mal runter und hole einen Traktor. Ach, da ist er ja schon. Hallo? Hallo. Du, ich wollte mal nachfragen wegen der Gewinnbeteiligung. Genau, da wollte ich ja auch noch sprechen. Deswegen wollte ich vorhin anrufen, aber hast du noch nicht reagiert. Ja, Telefon hat nicht geklingelt. Telefon hat nicht geklingelt. Ich hatte ihn eigentlich geschrieben. Achso, ja. SMS beim Autofahren darf ich ja nicht lesen. Tut mir leid. Also ja, dann das wusste ich nicht. Also das wusste ich schon, aber ich wusste ja nicht, dass sie mit dem Auto fahren. Jo. So, jetzt kommen wir mal zur Sache. Und zwar, eigentlich wären es 9.200 knapp. Mhm. Aber sie würden von mir 10.000 kriegen. Wäre das so okay? Hat man am Anfang aber was anderes ausgemacht. Was hatten wir ausgemacht? Na, um die 50. 50-50. Also, wie meinte? Na, 50% vom Gewinn gehen an mich. Oh Gott. Hat man am Anfang mal so gesagt. Also nicht. Hatten wir das? Ich weiß es nicht mehr. Jo. Meine schon. Dummisch. Ja, was war denn nochmal der Gewinn? Waren, glaube ich, knapp 100.000 oder so. Oder mehr? Warte mal, das muss ich nachschauen. Muss gucken, wo ich fahre. Moment. Boah, das müsste sein. Das waren boah, fast 500.000. 500 sogar. Der Gewinn. Ja, also Gewinnbeteiligung fast, also 46.561 Euro. Jo, das habe ich, ja genau, war so knapp an die 100.000, das wusste ich noch. Insgesamt mit Steuern. Also beides zusammen, Mensch. Also ja, ich meine, du musst entscheiden, was du mir gibst. Ich bräuchte halt eigentlich heute auch noch eine Sämaschine. Und eventuell einen Düngestreuer. Weißt du was? Wir können das so regeln. Hm? Dass du keine Steuern zahlen musst auf die Geräte heute. Na, Steuern muss ich so oder so zahlen, oder nicht? Die kannst du ja nicht absetzen. Weil sonst machst du ja auch wieder einen Fehler. Dann hinterziehst du Steuern. Oder unterschlägst Steuern, so wie der RaceX gerade. Ach, nee, was muss der was zahlen oder was? Ja, der hat 100.000 Euro Steuern unterschlagen. Ja, also dann gebe ich dir noch lieber Geld. Ja, ist besser, sicherer. Gib dir auch nochmal 150.000. Okay, ich. Sollte angekommen sein. Oh, super, vielen Dank. Ich würde jetzt auch hochkommen.
zu dir, weil ich bräuchte eben noch, wie gesagt, Sämaschine und Düngestreuer. Bist ja, das Problem ist, ich bin gerade nicht da. Ja, das ist aber ungeschickt. Ja, scheiße. Wann bist du denn da? Kommt drauf an, wo ich hier mit dem Feldfahrer bin. Ach, bist du am Arbeiten oder was? Ja, ja, ja. Ich warte hier noch auf den 36, weil da wollte noch vorher kalken. Ach so. Ich dachte, du verdienst genug Geld mit dem Shop. Nee, nee. Also schön, aber manchmal sitze ich da schon echt lange rum, ne? Also, mehr ist immer gut. Okay. Kannst du vielleicht per Tablet bestellen? Ja, das ginge, ja. Okay, dann warte mal, dann gucke ich mal gerade in den Katalog rein. Was habe ich gesagt? Ein Düngestreuer brauche ich und ein Dings da, glaube ich. Gell? Und eine Sämaschine. Ja. Sätechnik. Das ist nur die Frage, was pflanze ich denn an? Das ist die gute Frage. Also ich bräuchte auf jeden Fall eine Direktsaat. Bis 300 PS. Ja, da kann ich die Orangebrotter DC9 empfehlen. Ist die im Budget? Na, die kostet halt 104.000, nicht? Jo. Plus Steuern, da wären wir bei 120 circa. Plus dein Gewinn. Also 130. 50.000. Ja, aber die macht halt viel Arbeitsbreite, gell? Ja, das ist richtig. Ja, dann nehme ich die. Okay. Und dann bräuchte ich noch den Kuhn Axis Düngestreuer. Im Moment. Ich muss mir das natürlich immer aufschreiben. Jo, 20 plus 104. Ich muss jetzt mal 2. Was hier? Oh, das war was, glaube ich. Ach ja, ich sehe schon wieder, genau. Was mache ich denn hier? 124.000 minus 124. Also inklusch Steuern würdest du dann von mir noch 24.800 mit Gewinnbeteiligung kriegen. Das kontrolliere ich dann nochmal mit den Nachrichten. Schreibst du die Rechnung dann noch? Ja, mach ich. Das heißt, du meldest dich wegen Steuerungewinn. Mhm. Okay. Also den Kuhn-Axis nicht? Ja. Bitteschön. Oh, danke. Tschüss. Warte mal. Ja. Weißt du, ob der Landhandel schon Dünger und Saatgut verkauft? Nee, das weiß ich leider nicht. Ich habe mit denen noch nicht gesprochen. Okay. Gut, danke erstmal. Tschö. Hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Haben Sie inzwischen Dünger und Saatgut im Angebot? Nee, leider nicht. Beides nicht? Nee. Ja, schade. Das heißt, ich muss schon noch beim Händler kaufen? Genau, ja. Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. Danke erstmal. Bitte. Tschö. Tschüss. Da steht er ja, warte mal, da halte ich doch gerade mal an. Hallo? Hans? Hallo? Ah, hallo. Ich habe eine Frage, und zwar, darf man hier einfach so die Tiere so liefern lassen, einfach so hier zum Büro und da einfach bestellen und die dann liefern lassen, oder muss man da anders tun? Eigentlich musst du abholen. Ah, ja,
Ja. Ah. Der ist ein bisschen zickig, der Händler hier. Der will die Transportversicherung will er nicht übernehmen, weißt du, wenn da was passiert. Mann! Ja. Ich hab sonst schon kein Geld fast. Ich auch nicht wirklich. Ich bin auch so ein bisschen. Aber das war die einzige Kiste, die ich mir leisten konnte. Ja. Ja. Aber. Ja. Jo. Aber vielleicht kannst du ja mit dem Hans schwatzen, dann, wo bist du denn? Dann schickt er dir, oder dann leitet er dir vielleicht, oder mietet dir einen oder so. Ja, das wäre eine Option, ja. Ja, vielleicht geht es ja. Jo, passt, danke. Gut, bis dann, tschö. Bis dann, tschö. So, dann kann man gucken, kommt keiner. Gut, dann muss ich jetzt mir Saatgut und Dünger noch so kaufen. Hm. Achso, warte mal. Ich muss auch nochmal. Warte mal, ich muss mal gerade Wandblinker reinmachen. Nicht, dass da einer von hinten kommt. Boah, ich glaube, ich habe eine Pollenallergie. Da juckt die Nase. Puh, kommt da jetzt was oder nicht? Nee. Jetzt werde ich ja auch noch verfolgt von dem alten IHC, ey. Na, jetzt läuft's. Irgendwie ruckelt's wieder. Liegt es eventuell an dem IHC? Weiß ich nicht. Aber mit der Pronto haben wir, denke ich, einen guten Fang gemacht, weil die hat halt einfach 9 Meter Arbeitsbreite. Aufs Kalken werden wir dieses Mal verzichten. Das LU wollte einfach zu viel Geld dafür. Weil, abzocken lasse ich mich nicht. Hallo? Moje. Servus. Welche Produktion kann man denn kaufen? Weißt du das? Soweit ich weiß, sind die noch nicht zu verkaufen. Noch nicht? Nee. Das ist aber doof. Ja, weil da der Gemeinderat dann der Neubestimmte drüber abstimmen muss. Dann können wir es eigentlich. Nachher? Oder? Ja, da ging ein Rundschreiben raus, dass wir uns um 12 irgendwo eintreffen sollen. Ah, ja, das habe ich mitbekommen. Okay. Ja. So. Genau. Okay. Aber du, ich habe noch eine Frage. Ja? Hast du, oder
Gibt es die Möglichkeit, Felder zu pachten? Ja. Okay. Nur da müsste ich mit dem Gemeinderat noch sprechen, mit dem neuen nachher. Ja, hängt alles am Gemeinderat, ne? Ja, ja, wegen den Pachtpreisen. Zinsen, ja, ja. Ja, ja, ich weiß ja nicht, was die dafür wollen, weißt du? Okay. Gut, dann müssen wir das dann nachher noch machen. Jo. Wieder. Jo, bis dann. Tschüss.